Ja, Edna bricht aus, Harvest No Out, die Deponia-Reihe, das hat halt schon reingehauen. Ja. Auch Whispered World, also es waren nicht nur die Poké-Spiele, auch Whispered World war ja sehr, sehr beliebt gewesen. Aber auch da, weil der Nachfolger Silence, den sie dann dazu gemacht haben, dann auch nicht mehr so reingehauen. Sehr lange Entwicklungszeit gehabt und am Ende war das Spiel, glaube ich, irgendwie 8 Stunden lang oder so. War ein bisschen schade. Ja. Hat ich nicht so reingehauen, wie man es vielleicht hätte erwarten können. Ja. Ah, bitter. Bitter, bitter. Ja. So, ich habe jetzt gerade mal ein bisschen nebenbei hier meine Schaufel repariert, weil die kurz vorm Auseinanderbrechen war. Und jetzt sammle ich ein bisschen Gras ein, dann können wir nämlich so ein bisschen. Weed. Ja, sozusagen. Können. Ist ja bald legal, kannst ja machen, also. Richtig. Ich bereite mich schon mal vor. Preise werden steigen. Und dann haben wir schon mal was in petto, weißt du? Sehr Müssen ja gut, sehr gut. immer einen Schritt voraus sein hier. Vor den ganzen anderen Geiern. Ne, ein paar Grasblöcke, dann können wir das alles da hinten ein be bisschen begrünen. Wird super, denke ich mal. Behaupte ich einfach mal. Das klingt nach einem Plan, auf jeden Fall. Warum? Ah. Ich habe gar keine Behutsamkeit auf der Schaufel. Das ist natürlich jetzt sehr blöd, weil jetzt müsste ich theoretisch die Grasblöcke so mit der Spitzhacke abbauen. Das ist ja nervig. Dann baue ich, glaube ich, nur ein paar Blöcke ab, weil das Gras breitet sich ja auch aus. Dann baue ich ein paar Blöcke ab und mache den Rest aus Erde und warte dann einfach, dass sich das Gras so langsam ausbreitet. Ich brauche unbedingt mal Behutsamkeit auf der Spitzhacke. Auf der Schaufel, meine ich. Was denkst du? So, das habe ich doch schon. Sehr schön. Okay. Wo haben wir stehen geblieben? Ich glaube, ich habe gerade den Flow unterbrochen. Hier oben gerade kurz gucken. Okay, ich dachte, hier wäre gerade ein Enderman gewesen. Nicht, dass der uns hier irgendeinen Block klaut. Ach, da vorne ist er. Der hat nur einen Erdblock in der Hand. Das ist okay, damit können wir leben. Die klauen ja immer mal Blöcke und nehmen die einfach so mit. Das ist manchmal ganz süß, manchmal aber auch. Also es kann auch fatal sein, je nachdem, was die für Blöcke klauen. Wenn man irgendwie so Ja, das die stimmt. mega komplexe Redstone-Schaltung hat, mit irgendwo Wasser versteckt und dann wird der eine Block, der nicht weggebaut werden darf, von einem Enderman geklaut, dann. Oh nein, dieser Enderman. Das ist mir auch alles schon mal passiert. Naja. So. Reiten wir gerade mal wieder rüber zu unserem Platz und dann baue ich da gerade noch ein bisschen weiter. Ach, hier überall. Also das Problem, was ich bei Minecraft habe, ist, dass wir haben ja am Anfang drüber gesprochen, dass ich würde mich schon als eher kreativen Menschen bezeichnen. Aber das Problem ist, du hast, also ich habe das Problem zumindest im Spiel, dass Ideen hat man schnell, aber die umzusetzen ist halt ein anderes Thema. Und auf dem Weg, eine Idee umzusetzen, hast du schon wieder vier neue gehabt. Und dann endet deine Welt Ja. irgendwann darin, dass du einfach nur, das einfach nur eine große Baustelle ist. Und du niemals fertig werden kannst. Ne? Das ist das Problem. Man musste 10 Jahre So ging Minecraft es Let's mir. Playen. So ging es mir damals mit Let's Plays. Ich habe ein Projekt angefangen und in dem Moment fielen mir schon wieder vier andere Spiele ein, die ich eigentlich jetzt auch genauso gerne aufnehmen würde, jetzt in diesem Moment. Und ganz schlimm, Ja, ja. fühle ich. Diesen Struggle habe ich heute noch. Ja. Teilweise hatte ich dann auch schon so den Drang verspürt, dass man irgendwie ein Let's Play möglichst schnell durchbringt, damit man wieder was Neues machen kann. Was ja aber auch irgendwie kontraproduktiv ist, weil dann genießt du ja das eine Spiel nicht, wo du die ganze Zeit gedacht hast, oh ja, das möchte ich unbedingt Let's Playen. So ist es ja auch Quatsch, wenn du dann da irgendwie durchrushst. Ja, das ist richtig. Also, Das ist Blödsinn, ja. mittlerweile zwinge ich mich schon dazu, die Spiele auch zu genießen und nicht zu versuchen, die möglichst schnell durchzubekommen, damit dann das nächste Spiel gerusht werden kann. Das ist ja nicht Sinn der Sache. Ja, genau. Das ist eigentlich Blödsinn. Ich denke mir auch, aber ich hadere immer so mit mir, wenn meine Projekte so lang dauern und
denke mir, ich muss doch mal jetzt was anderes machen, aber eigentlich, ja, eigentlich muss man es doch genießen. Richtig. Weil sonst werden die Projekte auch doof. Also wenn man irgendwann merkt, so okay, also ich glaube, ein Zuschauer merkt das ja auch, ne? Also ob du da jetzt Bock drauf hast oder ob du es einfach nur noch runterspielst quasi. Einfach um es durchzuhaben. Und dann, glaube ich, leidet dir auch das Let's Play einfach drunter. Würde ich mal sagen. Oh. Auf jeden Fall. Mhm. Ist so. Mhm. Sehr schön. Ja. Alles wieder zugemacht. Ja, jetzt wird hier alles, ne, so Natur ist nicht gern gesehen. Jetzt wird hier alles schön aus Stein gemacht. So muss das sein. Ne? So wie es in der Stadt sein muss. Oh ja, ich glaube, diese Steingärten sind ja in manchen Kommunen sind die ja verboten mittlerweile. Ja, das stimmt. Ja. Ist auch super hässlich. Also ich verstehe nicht, wieso man sowas macht, ja, ehrlich gesagt. Ich finde die auch hässlich. Also tatsächlich. Also es kommt drauf an, manche sind ganz cool gemacht, aber ja. Ich finde auch so. Es hat einfach nicht den Charme von dem richtigen Garten. Richtig. Also prinzipiell gebe ich dir recht, klar, manche sind besser, manche sind schlechter, aber so prinzipiell würde ich nie einen Steingarten im normalen Garten vorziehen, sag ich mal. Oder was auch gab, genau. oder manchmal noch gibt, sind diese englischen Rasen, diese perfekten Rasen. Weißt du? Oh ja. Ah, verstehe ich dann auch immer nicht. Weiß ich nicht. Ist doch schön, wenn du so ein Stück Natur einfach vorm Haus hast, was auch so ein bisschen nach Natur aussieht. Genau. Deswegen mähe ich bei mir den Rasen nicht. Okay. Kann man auch machen, ja? Okay, ja, zweimal im Jahr mache ich es schon. Okay. Ja, so gar nicht ist vielleicht dann auch, ja. Ich meine, kann man machen, aber irgendwann findet man den Weg zum Haus nicht mehr, das ist vielleicht auch nicht so geil. Aber ja, so, also so komplett übertreiben mit den Steingärten, klar, ich verstehe das, das ist super pflegeleicht wahrscheinlich, weil du halt eben nicht mähen musst und so. Aber come on, also bitte euch. Ja. Also tatsächlich mache ich hier nicht so viel im Garten. Also wir haben so eine kleine Wiese vorm Haus und wie gesagt, ich mähe das vielleicht zweimal im Jahr. Und da ist einmal so in der Regenzeit sind da Pilze drauf gewachsen, riesengroße. Ui. Aha. Und die sind so im Laufe der Wochen und Monate sind die dann so langsam verrottet. Und diese riesige Stelle mit diesen verrotteten Pilzen, die war irgendwie noch Monate später immer noch sichtbar, weil ich es einfach nicht weggemacht habe. Weil immer diese in der Mitte diese riesige Fläche mit diesen verrotteten Pilzen. Ja. Das sah total hässlich aus, aber ich habe es halt einfach nicht weggemacht. Geil. Ja, warum nicht? Kann man machen. Muss ja auch nicht immer alles gleich wegmachen. Muss ja nicht alles perfekt sein. Ja. Überlässt man halt alles der Natur. Das ist ja, geht auch. Genau. Mhm. So. Hier wird trotzdem alles aus Stein gemacht, weil hier, ne, ist in-game, das ist was anderes. Hier muss alles perfekt sein, natürlich. Ja, hier muss alles perfekt sein. Das stimmt. Muss aussehen wie geleckt, natürlich. Das ist schon wichtig. So, wird auch bald wieder Nacht. Ich überlege dann nur, was ich dann hier daraus mache. Also die Idee war, dass ich vielleicht so ein bisschen Begrünung dann hier so irgendwie mache. Ich weiß noch nicht genau wie, so ein paar Hecken oder sowas hin. Das halt eben, also es soll jetzt nicht nur alles Stein werden. Ich meine, klar, ein Marktplatz ist dann schon eher Stein als, okay, jetzt kein Marktplatz, der eine Wiese ist. Gibt es bestimmt das auch irgendwo, aber das ist so ein bisschen grünes einfach. Ich muss ja zugeben, dass ich war letztes Jahr in Chemnitz. Ja, ich brauche eigentlich nicht weiterreden. Das ist, glaube ich, selbsterklärend. So eine kleine Inspiration aus Chemnitz mitgenommen. So eine ganz kleine mit diesem Kopf, der hier einfach rumsteht. Ich weiß nicht, ob du schon mal in Chemnitz warst oder den Karl-Marx-Kopf schon mal gesehen hast. Also wir sind mal durch Chemnitz durchgefahren, ja. Irgendwie. Ich weiß, dass wir einmal
einmal von Leipzig nach Dresden gefahren sind und irgendwie kamen wir auch an Chemnitz vorbei. Da sind wir mehr oder weniger nur durchgefahren. Ja. Und dann hast du auch den Karl-Marx-Kopf gesehen, ganz wichtig. Man kann So sein, ist also so. das war 2005, war das 2005, 2004, Oh 2005, also das wow, das ist zu lange her, ist ja schon weiß ich wirklich nicht mehr. lange her. Schon 20 Jahre her, mein lieber Mann. Aber gut, der Kopf stand natürlich trotzdem da. Ich fand's irgendwie cool. So, hast einfach so einen großen Kopf in der Mitte von der Stadt stehen. Ist doch cool. Kann man machen. Genau. Und ich weiß doch, dass in Dresden Ja. gibt es auch einen Stadtteil, der Chemnitz heißt. Also, das, aber halt mit K geschrieben. Das ist ja Da sind wir auch mega verwirrend. durchgefahren. Das ist ja mega verwirrend. Warum macht man sowas? Ich weiß auch nicht, ja. Vor allem, weil es Also, so nah es gibt dran liegt. Dresden-Chemnitz. Das ist ja nicht cool. Ist Chemnitz so nah an Dresden? Ich weiß es gar nicht. Chemnitz Also, und Dresden? ich komme Ja, aus was heißt so Chemnitz. nah? Also jetzt ist schon. Das ist ja mehr südlich Chemnitz, glaube ich. Und Ja. Also es ist ja. jetzt nicht direkt nebendran natürlich, aber wenn du jetzt aus, keine Ahnung, aus Frankfurt drauf schaust, dann ist natürlich schon nah aneinander. So Ja. kannst jetzt nicht von Dresden nach Chemnitz laufen, das wäre zu weit, aber ich weiß nicht, was sind das? 40, 50 Kilometer oder so werden es sein. Das ist jetzt nicht so super weit auseinander. Also ich So. meine, wie gesagt, damals, wo wir von Leipzig nach Dresden sind, dass wir irgendwie auch an Chemnitz dann vorbei sind, warum auch immer. Und ja. Ja. So, habe ich jetzt die Leine? Ah, ich habe keinen Platz mehr für die Leine, weil ich zu viel dumme Suppen jetzt mitgenommen habe. Aber Suppen sind wichtig. Man muss auch mal Suppe essen. Magst du Suppen? Das sind Total. die Gesprächsthemen, auf die wir alle Das ist der gewartet wichtigste haben. Gespräch, das ist das schönste Gespräch, das ich jemals in einem Minecraft-Let's Play gehabt habe. Wow. Ja. Toll. Nachdem wir jetzt schon geklärt haben, dass du so gut wie nie Minecraft-Let's Play hast, das ist natürlich eine große Auszeichnung. Ja, auf jeden Fall. Und ehrt natürlich auch den Rest unseres Gesprächs. Danke dafür. Also ich muss hier sagen, also ich bin jetzt nicht so der Suppenesser, aber es gibt so was, was wir so einmal im Jahr machen. Und das ist so Kürbissuppe. Und da ordentlich so Kokosmilch reingehauen. Das ist richtig geil. Mit der Kokosmilch da die Kürbissuppe. Das ist so eine geile Kombination. Wirklich, ich finde das so super. Das sollte man nicht meinen. Kokosmilch, ja, okay, interessant. Kürbissuppe mit Kokosmilch. Es ist wundervoll, wirklich. Ich bin ja ein total großer Fan von Cremesuppen. Das ist fast schon egal, was es dann für eine Suppe ist, ob es jetzt Kürbiscreme ist oder Tomatencreme oder Spargelcreme. Ist alles gut. Cremesuppen sind toll. Klare Suppen sind auch manchmal toll. Aber Cremesuppen sind besser. Aber ist wahrscheinlich Sahne drin oder sowas. Dann, ja, ist nicht so überraschend, dass die dann irgendwie besser schmecken. So. Frag mich, ob ich dann die Mitte des Platzes auch aus diesem Stein mache oder ob ich dann irgendwie einen Stein nehme, der so ein bisschen mehr nach Pflasterstein aussieht oder so. Oh, muss ich mir da mal überlegen. Ich meine, jetzt werden wir eh heute nicht mehr alles füllen. Es ist wirklich ein bisschen groß. Fällt mir mal wieder so auf. Es ist, ja. Ich habe jetzt mal diese Suppen mitgenommen. Ich hatte hier noch seltsame Suppen. Zwei Stück. Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, die seltsamen Suppen haben irgendwelche random Effekte, die man nicht weiß. Bin ich mal gespannt, was für Drogeneffekte wir dann gleich haben. Es wird. Drogeneffekt ist aber gut. Dachte ich mir, dass dir das gefällt. Deswegen habe ich mir Auf jeden gedacht, Fall. nehmen wir die doch mal mit. Suppen sind ein sehr wichtiges Item in Minecraft, weil man die auch nicht irgendwie stacken kann, sondern die immer einen Inventarplatz wegnehmen. Das ist sehr, sehr praktisch. Ist viel besser als normales Essen. Ich warte eigentlich nur darauf, dass ich Hunger habe, dass ich endlich diese Suppe essen kann. So.